Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, schön, dass du hergefunden hast und heute mal wieder mit einem Video aus der österreichischen Bundesliga. Ja, die gibt es auch noch, diese Liga, denn es gibt einen neuen Transfer zwischen zwei, ja, Top-Mannschaften, würde ich schon sagen, denn der talentierte Mittelfeldmann Wesel Demaku wechselt von Austria Wien zu Sturm Graz. Wie dieser Deal zustande gekommen ist, wer der Spieler überhaupt ist, seine Spielweise etc. und wie er vor allem in die Taktik und in die Formation von Sturm Graz reinpassen wird, besprechen wir alles in diesem Video. Und wenn euch meine Videos gefallen, gerne Bewertung da lassen, gerne auch den Kanal abonnieren. Und was ist eure Meinung zu diesem Deal? Gerne dazu auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also bei Sturm ist es mittlerweile irgendwie schon Tradition, von der Austria ablösefreie Spieler zu holen. Bestes Beispiel Manfred Zakaria, der mittlerweile bei Sturm extrem aufblüht. Und natürlich, dieser Wechsel war für Sturm besser als für die Austria, denn die Austria hat nichts davon gehabt und Sturm hat einen sensationell guten Spieler für die österreichische Bundesliga bekommen. Und nun soll der nächste kommen, nämlich Wesel Demaku, ein 22-jähriger Mittelfeldspieler, hauptsächlich im defensiven Mittelfeld tätig, der jetzt ablösefrei im Sommer von Austria Wien zu Sturm Graz wechseln wird. Demaku unterschreibt einen Vertrag bis 2026 laut der Meldung von der Sturm-Webseite und der aktuelle U21-Teamspieler wird die Grazer dann im Sommer verstärken, ablösefrei noch dazu. Also wieder mal ein sehr geschickter Deal von Andreas Schicker, der hier wirklich das Maximum rausholt von einem direkten Konkurrenten in der österreichischen Bundesliga. Die beiden Teams trennen ja nur 6 Punkte momentan und sie kämpfen beide ja um die internationalen Plätze für die Champions League bzw. Europa League oder Conference League. Was dann am Ende rausschauen wird, werden wir sehen. Zur Verpflichtung von Demaku sagt Andreas Schicker, der Geschäftsführer Sturm Graz, folgendes: Mit Wesel Demaku kommt ein junger Österreicher zu uns nach Graz, der schon in über 60 Bundesligaspielen seine Qualitäten bewiesen hat. Er ist variabel einsetzbar, bringt großes Potenzial mit und passt hervorragend zu unserem Weg. Da muss man auch mal den Hut ziehen vor Sturm Graz, die in den letzten Jahren wirklich sehr sinnvolle Arbeit leisten und nicht ohne Grund momentan der erste Salzburg-Verfolger sind und auch mit sehr gutem Fußball momentan wirklich die Liga auch aufmischen. Da kann man nur gratulieren als Außenstehender. Und Demaku könnte eben wieder so ein sehr smarter Deal werden. Der Österreicher hat 15 Spiele gemacht in dieser Saison, kein Tor geschossen, keine Vorlagen dazu beigesteuert. Ist natürlich klar, er ist ein zentraler oder defensiver Mittelfeldspieler, hauptsächlich im defensiven Mittelfeld, ist 1,80 groß, das heißt relativ im Mittelmaß von einem Fußballer drinnen und er hat sehr viel Laufbereitschaft in seinem Spiel, das merkt man. Technisch ist er etwas limitierter, aber ich glaube für Sturm wird er eher mehr für diese Abräumerarbeit tätig sein im Mittelfeld, um auch vielleicht auch eine Alternative zu haben in der Sturmmannschaft. Sturm und österreichische Talente, das passt momentan einfach sehr gut, weil auch der Trainer Christian Ilzer einfach mit ihnen sehr gut umgehen kann. Da sieht man an den aktuellen Talenten wie zum Beispiel an Alexander Prass oder eine Affengruber, die beide in die Mannschaft integriert sind, und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ein Demaku seine Chance bekommt und eben vielleicht auch bald ein sehr wichtiger Teil dieser Sturmmannschaft sein wird, zumindest mal ab nächster Saison. Ich denke, das Umfeld ist dort sehr gut und vor allem auch für junge Spieler extrem gut, um den nächsten Schritt zu machen und vielleicht sogar besser als bei der Austria, bei der es momentan aber auch jetzt wieder besser läuft. Das war mein kleines Transfer-Update zu diesem Wechsel von Demaku von Austria Wien zu Sturm Graz, der ablösefrei ist. Was ist eure Meinung zu diesem Deal als Sturm-Fan oder als Austria-Fan oder generell als Beobachter der österreichischen Bundesliga? Denkt ihr, dass er bei Sturm den nächsten Schritt machen wird oder denkt ihr doch eher, dass es ein Rückschritt ist? Gerne dazu mal eure Gedanken in die Kommentare schreiben und falls euch dieses Video gefallen hat, gerne Bewertung da lassen, gerne den Kanal auch abonnieren, würde mich sehr freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao!